Als Wissenschaftler wurde Physikochemiker Gerhard Ertel 2007 für seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet der Katalyse mit dem Chemie-Nobelpreis geehrt. Für den begeisterten Musiker veranstaltete anlässlich seines Geburtstages der Katalyse-Exzellenzcluster UNICAT zusammen mit dem Sonderforschungsbereich 910 ein außergewöhnliches Konzert. Unter dem Titel Wissenschaft trifft Musik, Musik trifft Wissenschaft, genoss das Publikum am 10. Oktober 2014 Werke von Mozart mit und für Gerhard Ertel. Sehr geehrter Herr Ertel, sehr geehrte Frau Ertel, meine Damen und Herren. Es ist ein seltenes, wahrscheinlich noch nicht dagewesenes Event, dass wir einen Mozart-Konzertabend im Audimax der TU Berlin haben. Und ich freue mich sehr, bitte noch einmal Herrn Ertel zu begrüßen. Lieber Herr Ertel, wenn ich doch nur singen könnte, was ich sagen möchte. Sie alle wissen hoffentlich, dass wir das Gerhard Ertel Center haben auf dem Campus der TU Berlin, auf das wir sehr stolz sind. Sie sind für uns der Spiritus Rector. Uns verbindet ja nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Liebe zur Musik und die aktive Musikausübung. Als vor knapp einem Jahr die Idee an mich herangetragen wurde zu dieser ungewöhnlichen Veranstaltung, Musik trifft Wissenschaft, Wissenschaft trifft Musik, da war ich sofort begeistert und ich habe ein sehr guten Mitstreiter gefunden in Matthias Dries vom Exzellenzcluster UNICAT. Lieber Herr Ertel, ich bin tief beeindruckt, nicht nur von Ihren wissenschaftlichen Qualitäten, das war ich immer schon. Eigentlich war es für uns ein Geschenk an Sie, tatsächlich ist es ein Geschenk von Ihnen an uns geworden. Alles Gute im Namen aller Anwesenden zum Geburtstag. Ja, eigentlich bin ich ganz überwältigt. Ich muss Ihnen gestehen, als ich vor genau 7 Jahren diesen berühmten Anruf aus Stockholm kriegte, dachte ich, ja, ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann es nicht geben. Dieses Geburtstagsgeschenk betraf damals meine professionelle Tätigkeit in der Wissenschaft. Sie stehen aber, seht hier, Wissenschaft trifft Musik. Das ist mein Steckenpferd, die Musik. Und Sie haben ja heute sozusagen mit diesem Konzert ein noch schöneres Geburtstagsgeschenk gemacht. Danke vielmals.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, was jetzt folgt, ist die letzte Sinfonie, die Mozart geschrieben hat. Es ist nicht nur ein Höhepunkt seiner symphonischen Arbeit, es ist der Abschluss einer ganzen Epoche. Wenn man ein solches Werk für einen Mozart-Liebhaber zum Geburtstag spielt, dann muss man nur darauf hinweisen, jedes weitere Symbol erübrigt sich, glaube ich.